So, na hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Klox, das ist 20XTX und der Ace ist dran. Jetzt jedenfalls. So, wir haben mit dem Ace, beziehungsweise mit der Nina für den Ace in der letzten Folge den einen oder anderen Chip freigeschaltet, beziehungsweise freigespielt, beziehungsweise ergattern können. Meine Güte, Wortwahl heute, ganz schrecklich. 63 Chips haben wir und wir haben aber schon festgestellt, hier ist nur Bullshit. Hier gibt es weniger, erhöhte Mobilität für weniger Schaden. Die verdammte Axt für den Ace, die wir schon festgestellt haben, die ist nicht wirklich toll. Und ja, der Blue Lander, der blaue Lander mit maximal ein Leben plus obendrauf quasi und dann auch gleichzeitig voll. Also das ist alles so total toll, muss ich sagen. Also bevor wir irgendwelche Fehler machen, nehme ich dann doch erstmal den Headbutt-Bot, weil den möchte ich haben. Den möchte ich eigentlich so ziemlich an jedem Start dazu haben. So, alle Statuswerte hoch, könnte man sich auch holen, aber irgendwas muss man doch noch freischalten, weil es wird ja nicht besser, wenn wir es hier ignorieren. Also nehmen wir noch den. Und das ist so sinnlos. Das Ding ist so sinnlos. Und die Axt will ich einfach nicht. Weil wir haben ja auch keine Startkisten mehr mit anderen Waffen und so weiter, ne? Weil das war ja nur im normalen Schwierigkeitsgrad hier. Normal und referent. Ne? Also normal und leicht. Links, rechts, oben, unten. Ich will die loswerden eigentlich hier, aber ich will die nicht für den Lauf haben. Obwohl, wenn wir die am Anfang haben, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. und wir werden sie vielleicht noch im Laufe des Spiels los. Weil die, guck mal, die Attacken sind ja soweit ganz okay. Die ist doch nicht, die kann man auch nicht aufladen, ne? Total toll eigentlich. Und ja, die Rundattacke, die kannst du nicht abbrechen. Nicht mal mit Dashen. Okay, wir werden sehen. Wir haben noch 11 Shifts drüber. Dann holen wir uns hier wenigstens noch Power Damage Down, ist auch scheiße. Token. Wir holen uns Token. Und gut ist. Alles klar, dann aber jetzt mal hier ran an die Buletten. Wollen wir mehr Gegner mit Ace? Naja. Wir können ja mal... Ich mache mal einen Endloslauf und gucke, wie weit wir kommen. Ich hoffe natürlich, dass wir beim Endloslauf nicht allzu weit kommen mit der Axt. Wir werden sehen. Ich hoffe auf eine neue Waffe. Und alles andere ist... nebensächlich. War schön reingelaufen. Na gut, das war der Anfängerfehler. Ich bin gespannt. Also Endloslauf heißt jetzt so viel wie es wird nie die letzten zwei Level geben oder sowas, glaube ich. Sondern also das 9. und das 10. sondern immer hier so weitergehen und dann wird irgendwie alles immer schwerer. Ich bin sehr gespannt. Okay, wir warten auf den Flap. Weil, ja, Luftangriff über der Lava mit der Axt ist nicht gut. Das heißt, wir lassen uns jetzt immer so richtig schön Zeit, dass das mal klar ist. Ich bin ja gerade sehr, sehr gespannt. Halt die Kiste. Die würde ich gerne noch mitnehmen. Was haben wir denn da? Muttern. Muttern kann man immer gebrauchen. Jeder braucht eine Mutter. Na toll. Das waren 3 Leben, die ich nie wieder kriege. Wo geht's denn hier hin? Oh je, warte. Na toll. Ah, ja, oh, das ist auf jeden Fall wertvoll. So was gibt's ja. Der Speer, viel besser. Viel besser. Wer ist eigentlich der erste Gegner? Die Twins, alles klar. Okay, Dankeschön. Danke für diesen Gastauftritt, Axt. Es ist schön, dass wir dich losgeworden sind. Weil da ist der Speer nur doch wirklich etwas besser. Halt, da ist noch eine Mutter, warte mal. Kann ich dich so holen? Nein. So, alles klar. Lass nie deine Mutter alleine. Oder eine Mutter alleine. Naja, was gehen mich fremder Leute Mütter an? So, wo geht's denn hier hin? Alles klar. Ach Gott, naja, der dämliche Affe hat natürlich den ersten Schwung überlebt. Oh Gott, der leuchtende Affe, der macht's doch nicht besser. Sehr schön. Oh, es ist angenehm, dass ich axtlos bin. Ging es hier noch runter?
Bin mir bei sowas hier immer nicht so wirklich sicher. Nein, alles klar, alles klar. Hätte ja klappen können. Oh, ist das super. Na toll. Na, schön daneben gesprungen. Zwei Leben haben wir übrigens noch. Es läuft ja alles richtig, richtig super. Hier geht's runter. Ja. Zu einem Affen. Was macht denn der Affe hier unten? Und warum ist hier nicht mehr? Ich hätte jetzt eher sowas in Richtung Belohnung gehofft. Geht's hier noch irgendwo hin? Jetzt auch so. Ich will's nicht riskieren. Ich will's nicht riskieren, mal davon abgesehen, dass wir jetzt mit zwei leben. Wir haben ein paar Muttern, ne? Ah Gott, das ist okay. Gegen die Twins ist auch die Level 1 Variante nicht wirklich toll. Ja, macht ihr mal euren Mist hier mit den Laserdingern. So, Nummer 1. Na toll, schön den Deckenbalken auf den Kopf gekriegt. Verzieh dich. Ach Gott. Gott sei Dank halten sie wenigstens nicht viel aus. So, was haben wir denn hier? Enemies drop more energy. Das ist total toll. So, erstmal in die Bonustruhe geguckt. Und ja, wir nehmen unseren Schutzschild mit. So, ja, Eternal Star, definitiv. Dass wir den auch los haben. Und Schild anschmeißen. Wenn wir ihn schon zügig freigeschaltet bekommen haben. Ja, die letzte Runde mit Nina, die war so ein bisschen durchwachsen. Hat Spaß gemacht mit dem Zookeeper. Mit des Zookeepers Last quasi, mit Zookeepers Burn. Aber ja, ohne Schild ist das richtig doof, die letzten Level. Und bei Kur, das war einfach nur doof. Ich wollte mir dann auch irgendwie so ausmalen, die letzten zwei Level, also die Chef-Level quasi, die Boss-Level, dann ohne Schild. Weiß ich nicht, das wäre wahrscheinlich auch das reinste Debakel geworden. Vielleicht erleben wir es ja nochmal. Aber diese Woche nicht. Hoffentlich. Ja, hock doch einfach da irgendwo oben rum. Oh, ist das schön, wenn diese Level am Anfang noch so schön einfach sind. Habe ich jetzt behauptet, in der Hoffnung, dass ich nicht gleichzeitig irgendwo abstürze. Der Angriffsschild. Halt, ich habe es genau gesehen. Hier geht's runter. Gibt's hier was? Nein. Na toll. Das war ein furchtbar sinnloser Sprung, aber egal. So, hier geht's irgendwie nach links. Gleich, warte. Gleich geht's hier irgendwo nach links. Wenn ich nicht immer gegen die verdammte Decke springen würde. Okay. Und noch eine Waffe. So, was haben wir denn hier? Spinning Glaive. Ja. Ja. Ne? Ja. Spinning Glaive ist ja schon wieder was ganz anderes als die Axt. Die ist einfach nur sehr mobil. Nein, Mutti. Ach, Mann. Das ist jetzt fast so ziemlich eigentlich meine Lieblingswaffe für den Ace. Doch, das ist meine Lieblingswaffe. Doch. Hat gut Reichweite. Hat gut Reichweite. Und dieses Rumgespinne in der Luft ist sowieso das Beste seit der Erfindung von geschnitten Brot. Was gibt's denn dafür jetzt hier? So, wir könnten uns. Was ist denn das eigentlich? Wild in the Wet. Achso, das ist Sudden Death. Quasi Berserker. Nö. Dazu wollen wir es dann gar nicht erstmal kommen lassen. Dann nehmen wir lieber von allem etwas mit. So, Eternal Star. Alte Hippe. Alter Schrapnellfuchs.
Kannst du voll vergessen. Ich hau dich einfach so kaputt. Ich hau dich einfach so kaputt, dass du überhaupt nicht mehr mit klarkommst. So, Attack Damage scales with Health. Das ist super, wenn ich jetzt noch ordentlich Health hätte. Gut, ja klar. Dann nehmen wir uns doch jetzt den Lotus vor. Zu hektisch. Aber naja. Läuft. Komm ran, Äffchen. Danke. Ist der Lotus einfach vor lauter Schreck explodiert? Ging es hier runter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da gerade Leben verloren gegangen. Ha! Ich kann im Gegensatz zu Link, kann ich mit meinem Schwert bzw. mit meiner Waffe kein Zeug einsammeln. Das finde ich sehr unpraktisch. Da hatte Zelda quasi wirklich was generationsmäßig voraus hier. Ich brauche heute mal kein Leben, ist das schön. Geht's hier runter? Ja schon, aber nirgendwo hin. Ob ich irgendwann noch das... Hallo, scheiße. Das lief gerade so gut. Ob ich irgendwann noch das Ruckeln hier loswerde, ich weiß es nicht. So, ein furchtbar sicheres Labor. Jetzt sind wir gespannt. Oh, guck mal einer an. Also, wir haben es mal wieder geschafft. Wir brauchen bloß noch die Hälfte der Ausrüstung, die Hälfte der Rüstung für den vollen Effekt. Das war mir viel zu weit. So ist besser. Das heißt, zwei Rüstungsstücken reichen, um den Effekt zu erzielen. Wenn wir jetzt auch noch dazu kommen, wäre das total super. Alter, wie viel die Pferde auch immer aushalten. Oh, schön. Also wir haben zwei Tokens und wir haben eine Tokenmaschine. Und da kommt Rüstung raus. Ist das Wahnsinn. Dashing Fire ist a powerful blast, aber noch der nützlichste von allen Helmen. Und ein Herz. Na, super. Noch ein Rüstungsteil? Nee, leider nicht. Aber Enemy Stop More Armor? Okay. Und Increased Attack Speed ist ja auch immer ganz toll, wenn ich es mir leisten könnte. Na gut. So, jetzt hat der Lotus, noch hat er gut zu lachen. Aber wir wissen ja, wer zuletzt lacht, lacht als letztes. So, um die da unten muss ich jetzt unser Headbutt-Pod kümmern. Und wir warten jetzt geschmeidig, bis der Lotus hier oben auftaucht. Das kennen wir ja schon. Und das kann ein bisschen dauern, aber naja. Der will aber heute auch nicht. Der will heute auch nicht. Lass mich raten, jetzt kommt er oben. Das war so klar. Na toll. Weißt du, das hast du davon. Also wenn du die kleinen Lotus in Schach hältst, ohne großartig selber Schaden zu bekommen, geht's eigentlich. Wenn ich jetzt noch oben rankommen würde hier irgendwie, meine Fresse, dass die Plattform aber auch immer abhauen. Wir kriegen den. Dass das mal klar ist. La la la. Ich glaube, so sollte man den eigentlich kaputt hauen. Nicht immer, wie ich das mache. Aber es ist aber auch immer so nervig, wenn dann plötzlich die kleinen Lotus halt die Oberhand gewinnen. Ach ja, okay. Das ging auf jeden Fall schneller als anders.
So, dafür gibt's den Geschwindigkeitsgürtel. Auch nicht schlecht. So. Gut, die Rakete braucht man nicht. Muttern. Wir nehmen die Muttern. Wir nehmen immer die Muttern. So, wer will als nächstes sterben? Ich glaube, zur Rache nehme ich jetzt einfach mal Kur. Als Rache für die letzte Folge. Ich bin ja gespannt. Wo sind wir jetzt? Warte mal. Wir sind jetzt Level 4. Und wir haben noch unendlich Level vor uns. Bin sehr gespannt. Also, ich weiß gar nicht, wann ich es abbrechen würde. Also, wann es mir quasi zu lange gehen würde. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir in näherer Zukunft dieses Problem haben werden. Ich glaube, ich wette persönlich, dass wir vor dem 8. Level oder vor dem 10. Level oder whatever sterben hier. Das ist einfach meine persönliche Theorie dazu. Übrigens, die Bots, mal davon abgesehen, dass keiner weiß, mit welchem Schadenswert die skalieren, die können unendlich aufgerüstet werden. Also da ist nirgends Schluss oder sowas. Also auch wenn beispielsweise jetzt die Bots irgendwann mal von der Farbgebung her, die irgendwie ihre Endstufe erreichen, ich glaube mit 3 oder 4, plus 3 plus 4 Bot quasi Repro. Der Headbutt-Bot hier zum Beispiel, selbst danach, wenn du weitere Headbutt-Bots einsammeln würdest, würde er weiterhin in den Werten steigen. Ja. Noch mehr Armor. Ja. Gerne. Was haben wir hier für einen Helm? Wir haben schon einen Helm. Health Pickups Might Grant Armor. Ist besser als der Dingens. Oh, wir können uns beides leisten, also nehmen wir auch beides. So, denn ich mag diese passiven Effekte hier. Einerseits jetzt natürlich noch mehr Armor, der eventuell geschmissen wird, und andererseits halt, dass Health Pickups noch mehr Rüstung geben könnten. Ich bin heute aber auch ein ganz kleines, ach scheiße, ganz kleines bisschen ungeschickt. Und mit heute meine ich natürlich nur heute. Ich rausche auch in alles rein. Das ist unglaublich. Siehst du, da gab's schon direkt einmal Dingens. Armor. So, ich glaube, mit der Sprunghöhe sind wir jetzt auch so weit ganz gut dran. Da ist schon wieder reingelatscht. Unglaublich. Geht's hier noch runter? Tatsache. Das lassen wir uns noch. Oh, ich krieg einen Hals. Eigentlich muss ich gar nicht hin. Ich habe meine perfekte Waffe. Und bei der bleiben wir. Und das da unten war bloß eine Waffenkiste und gut ist. Und mehr müssen wir gar nicht wissen da. Achso, siehst du, wir haben ja auch ein Schild, scheiße. Huch. Wo ist denn der Schild schon wieder hin gewesen jetzt? Armor? Alter, halt, hält das Ding viel aus. Das ist unglaublich. Na, wenigstens gab es Seelenchips für. An den kommt man ganz, auch ganz schlecht dran hier. Aber man kann von hinten dann so ein bisschen weggenken. Bisschen. Ganz kleines bisschen. Verliert er überhaupt irgendwas? Nee, ne? Schon scheiße. Und wieder voll drauf gelandet, Alter. Das gibt's nicht. Alter, Alter, Alter. Ach so, 10 Muttern. Nix, ne? Nö. Aus purer Sicherheit nehmen wir mal lieber noch zwei Leben mit. Hat auch direkt noch wieder ein Armor gegeben. So, cool. Na, da legt er ja gut los. Ja, hat er direkt einen Headbutt gekriegt.
Ha! Wahnsinnig. Wahnsinnig geschickt von mir. Das war nicht so geschickt. Das war auch nicht geschickt. Ah, eigentlich brauche ich auch bloß oben rumstehen. Und darauf warten wir, dass mein Headbutt-Bot die ganze Arbeit macht. Aber wir sind da ja nicht so. Meine Fresse. Kann er jetzt endlich mal drauf gehen? Alter, das macht er auch den ganzen Tag, wa? Ah, komm! Oh, nein! Oh. Es hat nicht sollen sein. Es hat nicht sollen sein. Ich glaube, das mit dem Endloslauf werde ich dann trotzdem nochmal probieren, weil ich bin eigentlich interessiert daran, wie sich das steigert. Und ich bin halt bei Level 8 dann meistens auch immer ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise bin ein bisschen traurig, dass die ganzen Shops dann quasi vorbei sind. Ja? Mehr oder weniger, also ein, zwei Shops gibt es ja dann noch, aber trotzdem. Ja, Level 4. Nun ja. Das sagen wir einfach mal Schwamm drüber. War eine interessante Erfahrung. Und zumindest haben wir damit die ganzen schlechten Dinger hier weggehauen. Dafür kriegen wir jetzt hier den Wave Beam freigespielt. Na super. Na Gott sei Dank können wir uns das eh nicht leisten. Alles klar. Gut, dann wäre es das gewesen mit dem Ace für diese Woche, für die erste Adventswoche. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe es hat Spaß gemacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss.